Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Infovideo und ein Video, wo ich einfach mal mit euch über ein paar Sachen reden möchte. Ja, ich bin Ingo Viva erste Sache habe ich auch schon im LS-Video gesagt, Landwirtschaftssimulator 19, das angespielt. Da wollte ich aber jetzt ein extra Video zu machen. Das ist es jetzt hier, das Video. Warum kamen keine Videos mehr? Jetzt zwei, drei Monate von mir. Wie gesagt, Big Mana, wie gesagt, ich spreche jetzt nur von mir. Big Mana, wie gesagt, muss ich da entweder selber zu äußern oder halt, wie gesagt, einfach auch nicht. Also, warum kommen keine Videos? Warum kamen keine Videos von mir? Es war ja so, dass ich vorm Urlaub, also ich habe ja ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt erstmal im Urlaub da möchte ich keine Videos machen oder vorproduzieren und die alle hochladen und so, sondern ich möchte einfach sagen, komm, dann ist auch wirklich mal erstmal Pause. Danach kamen keine Videos mehr, obwohl ich gesagt habe, ah, da kommen noch Videos wieder. Und eigentlich war ich auch nach dem Urlaub auch wirklich motiviert zu sagen, komm, da kommen wieder welche und da kamen auch dann noch ein paar. Aber dann war plötzlich Totenstille. Und das lag aber daran, nicht, dass ich irgendwie keine Lust habe auf Videos machen, so richtig. Also so, ich habe Lust, aber irgendwie war das dann so im Urlaub und auch danach dann sowieso. Aber im Urlaub habe ich mir so nachgedacht, so, ah, was machst du eigentlich, ja? Warum? Warum zeigst du das? Warum zeigst du jetzt im Moment nichts? Warum hast du eine Lustlosigkeit oder so eine Leere im Kopf? Oder möchtest du einfach nur Videos machen? Ah komm, es muss ja Videos kommen, weil ja, sagen wir mal, 5 Jahre machen wir jetzt YouTube oder 6 Jahre sogar schon. Und wir haben wirklich jeden Tag hochgeladen. Es gab natürlich auch mal Tage, wo dann mal nichts kam, ja, muss ich auch zugeben. Aber eigentlich kamen immer Videos, mindestens eins, ja. Und meistens dann immer halt dann 2, 3 oder mal 4 oder mal ganz, ganz am Anfang auch mal 5 oder 6. Also wirklich, wir haben eigentlich immer Videos rausgebracht, ja. Und es macht ja auch Spaß, das alles so. Wenn man sich mit YouTube, sagen wir mal, die anderen Videos von anderen Leuten, YouTubern, nicht anguckt. Weil, wenn man sich das ist mir so aufgefallen, im Urlaub, wo ich dann auch wieder zu Hause war, ich war ja erst im Urlaub halt in Dänemark und danach dann halt Dänemark Richtung mäßig, so Flensburg, da habe ich jetzt keine Videos mehr angeguckt, aber auch danach, dann, wo ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir Videos angeguckt. Und dann, man sieht einfach so, dass es sich alles in so eine komische Richtung bewegt oder ist schon eigentlich. Also es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es erst anfängt, sondern wir sind gerade in so eine Art bei YouTube so, der ganze Algorithmus ist scheiße, sage ich ganz ehrlich. Das ist so, es ist einfach nur noch eine kommerzielle Sache, also gar keine mehr so eine, ich lade Videos hoch, und da habe ich Bock drauf und da kommen dann Kommentare und es lohnt sich auch wirklich so, wo man sagt so, cool. Sondern man wird so als kleiner YouTuber, als sehr kleiner YouTuber, so, die sind ja gar nichts wert. So. Und das ist so ein falsches Bild, finde ich. Also, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, früher war es so, man hat Video hochgeladen und da kamen immer Klicks drauf und immer kamen da auch Kommentare und so. Und man hat wirklich dann, weiß ich, man ist immer höher gegangen, ja. Man sah wirklich die Kurve, wie sie immer langsam immer höher ging. Aber so seit letztes Jahr, 17 und jetzt auch 18, lässt das immer mehr nach. So, immer stärker. Und jetzt 18 noch stärker. So, und klar, die großen YouTuber werden immer größer, immer größer, größer. Und die ganzen kleinen und die alle da drunter sind, so ist so, die flauen so ab. Und das ist so, wo ich denke so, ey, das ist nicht mehr das YouTube, weil man wird auch nicht mehr gefunden, richtig. Man kriegt keine Präsenz mehr. Und wenn schon, sagen wir mal, mittelgroße YouTuber schon Videos machen, sagen, ich werde gar nicht mehr gefunden von anderen, sagen wir mal, die mich nicht schauen, sagen wir neuen Zuschauern. Wie soll es dann bei kleineren sein? So, und das habe ich mir alles so im Kopf durchgehen lassen. Da habe ich mir dann Videos angeguckt. Und dann habe ich immer so auch den ganzen Schrott, den es auf YouTube gibt. Ja, man muss einfach nur scheiße sein bei YouTube und Schrott rausbringen. Dann wird man geguckt, weil das ist ja dann lustig für Leute oder auch so, guck mal da, ey, der hat jetzt, keine Ahnung, der macht das und das. Also ich will jetzt nicht genau auf irgendwas eingehen, weil wie gesagt, eigentlich interessiert mich in dem Sinne nicht so richtig, aber irgendwie finde ich es halt schon erschreckend, dass, sagen wir mal, Videos, die
irgendwie einfach nur so rausgeklatscht werden in dem Sinne, also wo jetzt kein Herzblut hintersteckt, also halt so, sondern, hey, weil ich, ach, das ist so schwierig, das ganze Thema, das ist echt, ah, schwierig darüber zu reden. Wie gesagt, auf jeden Fall habe ich mir dann halt so die Videos da angeguckt und da wird man deprimiert so ein bisschen. Und dann guckt man seine eigenen Videos an und man macht ja eigentlich in dem Sinne nichts falsch, so mit seinen eigenen Videos. Man lädt die hoch, von der Qualität sind die okay. Also ich sage ja natürlich jetzt nicht, dass unsere Videos jetzt einzigartig geil und geschnitten und so. Das soll ja auch gar nicht, weil unsere Videos, also das sagt Big Mana, aber auch ich, wir möchten das nicht mit dem ganzen da mal schneiden und da noch schneiden und da noch schneiden. Natürlich, wenn irgendwas ist, was jetzt sagen wir nicht da reingehört oder wenn wir sagen, ah, komm ey, das machen wir jetzt lieber nicht, ne, dann schneidet man das raus. Oh, wir haben es auch schon mal versucht, Videos zu schneiden und dann mit Effekten und so ein bisschen, aber das finde ich so, ich weiß nicht, irgendwie, ja, das ist so, das ist dann ein geschauspieltes Video und man soll ja real bleiben, finde ich persönlich. Das ist so, man soll so bleiben, wie man ist. Und wenn man sich dann verstellt, dann ist man ja ein Schauspieler. Und Schauspieler bin ich nicht. Ich bin Koch vom Beruf. Und ja, das ist so, was ich nicht machen möchte. Ich möchte einfach Videos aufnehmen, die Videos dann vielleicht schneiden, vielleicht ein bisschen bearbeiten, hochladen, Thumbnails dafür machen. Und das war's. So, das hat nichts mit Faulheit zu tun oder so. Das ist einfach nur, keine Ahnung, das möchte ich einfach nicht. Ja. Ich möchte einfach das, was ich spiele, auch den Leuten zeigen. So wie es eigentlich ein Let's Play eigentlich in der Ursprungsform ist, wie Gronkh es macht, wie andere YouTubers auch noch machen. Aber die auch nicht mehr ganz so relevant, also relevant zwar schon, weil sie so viele Abonnenten haben, aber halt, das ist einfach, das wollen die Leute eigentlich nicht mehr sehen. Aber irgendwie finde ich es so schade, weil ich denke so, warum? Muss denn immer alles nur geschnitten und alles nur die lustigen Szenen und die spannenden Szenen und die Kill-Szenen sein in so einem Spiel? Warum kann es nicht auch mal die ruhigen Momente geben in so einem Spiel, wo man wirklich dann da rumläuft und sagt, da gucke ich mir das mal an, guck mir die Ruine vielleicht mal an oder guck mir das mal an. Und das irgendwie möchte ich halt eigentlich machen. Und irgendwie wird das nicht mehr so gewürdigt und das deprimiert. Und da habe ich dann halt im Urlaub gemerkt, boah, weißt du was, ne, komm, mach erstmal auch mal eine Pause. Ich habe auch eine Pause verdient. Weil man muss dazu sagen, um das mal ganz von vornherein so wegzunehmen, ich habe ja nicht nur YouTube. YouTube ist ja nicht mein Job. Ich verdiene damit gar kein Geld. Ich mache das wirklich nur allein aus Hobby. Wirklich nur aus Hobby. Das ist immer ein Hobby geblieben, seit Anfang an. Nie mit der Intention oder so, oh, ich muss jetzt Geld damit verdienen. Oder ich muss jetzt unbedingt jetzt ganz groß werden, sondern einfach, ich habe Videos rausgehauen und Big Mana auch, weil wir Spaß dran haben. Und das soll auch so bleiben. Ich möchte nichts verändern, in der Hinsicht eigentlich. Und da habe ich halt, wie gesagt, gemerkt, ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil, genau, jetzt komme ich habe kurz den Faden verloren, ich habe es gemerkt, weil ich halt, wie gesagt, hauptberuflich Koch bin, wie ich gerade gesagt habe. Und das heißt, als Koch, wie andere Arbeitnehmer auch. Man arbeitet von einer bestimmten Uhrzeit, wann Beginn ist, also ist ja natürlich nicht immer gleich, arbeitet man und hat seine 8, 9 oder 10 oder auch mal 11 oder auch mal 12 Stunden. Nicht immer, aber eigentlich ist es schon oft der Fall. So. Und da, wie gesagt, die ganzen Jahre, wie gesagt, ich habe YouTube, ich bin aus der Ausbildung raus 2011, habe meine Ausbildung mit 2011 abgeschlossen. Und 2012 haben wir erst mit YouTube angefangen. Also habe ich schon als Koch auch schon da gearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt hat man sich natürlich dann gesagt, komm, YouTube, das macht Spaß, das ist geil. Ich nehme immer dafür Zeit. Und das habe ich wirklich exzessiv auch gemacht. Nicht so wie Big Mana. Big Mana hat schon eher so von außen drauf geschaut und gesagt, nee, mein Privatleben ist mir trotzdem wichtiger. Und bei mir war es am Anfang echt ganz, ganz, ganz extrem. Also für mich war wirklich YouTube das Ein und Alles, das war einfach, oh, das macht das Spaß und das macht auch immer noch Spaß, aber es ist einfach so zu dem Zeitpunkt ganz extrem gewesen. Und da habe ich natürlich dann halt gearbeitet und abends kam ich nach Hause und habe noch aufgenommen für den nächsten Tag. Oder wenn ich mal dann keine Zeit hatte, wenn ich wirklich kaputt war und müde war, habe ich dann halt einfach gesagt, komm, wenn ich frei habe, anstatt wenn ich frei habe, mich auszuruhen und zu sagen, ich unternehme irgendwas im Real Life,
habe ich dann halt meine notwendigsten Sachen gemacht, wie Wohnung sauber machen, einkaufen fahren, dies, das, das. Familie besucht, mal auch, ne? Aber sonst eigentlich dann ab nachmittags nur gesessen und aufgenommen. Bearbeitet, Thumbnails gemacht, hochgeladen. Und das wirklich von meistens so 1 Uhr, 12 Uhr, kommt immer drauf an, durchgängig bis abends, bis nachts. Und das habe ich wirklich jetzt 6 Jahre lang durchgezogen. Und dann kam ja die Zeit, wo auch mal mein PC kaputt war. Da konnte ich es leider nicht machen. Das hat mich echt geärgert, gewurmt. Da habe ich gesagt, oh, ich will aber gerne aufnehmen. Und das ging aber nicht. Wo ich dann aber meinen PC wieder hatte, habe ich dann wieder weitergemacht. Und aber wie gesagt, immer Arbeit und immer danebenbei, immer Gas gegeben und gemacht und getan. Und mir nie Zeit genommen eigentlich für private Sachen auch mal. Weil oft halt wirklich immer nur für Aufnahmen. Und Big Mana hat ja durch seine Ausbildung, wo er gerade noch drin ist und nächstes Jahr aber fertig ist, aber komme ich noch später zu, hat er halt dann wirklich gesagt, weil er eh schon am Anfang auch immer so war, dass er gesagt hat, nee, YouTube ist nicht alles. Hat er mir auch immer oft gesagt und ich habe es aber meistens immer so, ich so, ja, laber du mal. Aber er hat recht. Hat er natürlich dann früh, dann durch die Ausbildung, weil halt mit Lernen für Schule und dies und jenes, weil es sollte doch die Ausbildung, die er macht, eine ziemlich anstrengende Ausbildung vom schulischen Teil her. Muss halt da viel Zeit investieren für Lernen und für Arbeiten, Schreiben und so. Und da hat er jetzt, wie gesagt, seit ein Jahr ist das bestimmt jetzt schon her, dass er halt am Anfang noch vereinzelt ein paar Videos gemacht hat, aber dann seit jetzt bestimmt einem halben Jahr fast gar keine Videos mehr. Er hat Lust, er sagt es auch immer wieder, er würde gerne, aber es geht ihm einfach das andere vor. Und er hat auch recht, das Leben, das Real Life geht ja auch wirklich vor. Und das habe ich jetzt auch langsam immer mehr begriffen. Und im Urlaub dann noch mehr. Und da hatte ich aber auf jeden Fall, ich habe ja in der Zeit dann ganz alleine Videos gemacht. Und es war einfach dann so, wo ich dachte so, ey, wir haben zusammen den Kanal aufgemacht. Und irgendwie hat man so das Gefühl, ich mache das fast alleine nur noch. Hab's auch alleine gemacht. Und das war dann irgendwie so, wir haben auch nicht mehr zusammen gezockt so richtig, weil einfach auch die Zeit dafür fehlte. Und er sich auch mal auf andere Sachen spielemäßig da konzentrieren wollte und so. Weil es ist ja auch so, wenn du Let's Player bist, du zockst ja eigentlich die Spiele, die du kaufst, weil wir müssen uns die Spiele alle noch selber kaufen, zockst du dann auch, wenn du dann Let's Play machst, als Let's Play. Und kannst gar nicht so wie früher einfach mal sich hinsetzen und sagen, so, es regnet draußen, ich habe Zeit, ich zocke jetzt einfach mal eine Stunde, zwei Stunden. Und mal für mich und kann mich dann selber, ich persönlich, mich daran erfreuen. Weil ein Let's Play ist ja noch, du zockst zwar auch alleine, sitzt auch alleine in einem Raum und zockst das Spiel, aber du kommentierst das die ganze Zeit mit Sprache. Und das mal ohne dann zu machen, zu sagen, einfach die Schnauze zu halten, Mikrofon nicht anzumachen, die Aufnahme, keine Webcam läuft, gar nichts, ist auch cool. Und das haben wir einfach verloren, vermisst dann auch irgendwann. Auch mal alleine was zu zocken. Und ja, das war dann irgendwie bei ihm dann so ein ausschlaggebender Punkt, dass er dann einfach gesagt hat, nee, ich möchte auch mal alleine spielen. Und dann habe ich gesagt, jetzt okay, kannst du ruhig machen, aber es wäre halt immer schön, wenn man auch mal wieder was zusammen aufnehmen würde oder du alleine was aufnimmst. Aber durch seine Schule ist es halt, wie gesagt, hat er gesagt, nee, im Moment möchte ich mich lieber darauf konzentrieren. Und habe ich es alleine dann erstmal weitergemacht, YouTube. Bis zu dem Punkt, wie gesagt, im Urlaub, wo ich dann gemerkt habe, ich muss jetzt auch mal eine Auszeit haben. Auch mal eine Pause haben von Videos. Das Aufnehmen hat mich irgendwie ein bisschen angekotzt. So, wo ich dachte so, oh, wieder aufnehmen, okay. Da hat es zwar Spaß gemacht, das Aufnehmen, weil es ja ein Spiel ist, weil du gerne zockst. Aber danach dann das Bearbeiten. Danach die Thumbnails machen und das und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt muss ich auch mal eine Pause haben. Der Urlaub reicht, dachte ich mir. Der Urlaub hat aber irgendwie nicht gereicht. Irgendwie dachte ich nach dem Urlaub, ach, Nee, machst du nicht. Nee, komm. Machst du jetzt heute nicht. Nächste Woche vielleicht. Und dann gab es aber auch keine Spiele. Es sind zwar welche rausgekommen, Red Dead Redemption, Spider-Man und was nicht alles. Aber, nee, komm, jetzt zocke ich lieber alleine. Zocke ich für mich. Das habe ich dann auch gemacht. Red Dead Redemption 2 gezockt, für mich alleine. Natürlich war immer im Hinterkopf, ich könnte es ja auch aufnehmen, könnte es euch ja auch zeigen. Aber nee, ich möchte auch jetzt mal für mich was zocken. Ich muss die Auszeit einfach haben. Und jetzt nach dem Urlaub dann, nach den noch 2 Monaten, also wir haben jetzt Dezember ja, habe ich mir gedacht, so langsam ist wieder Zeit, die Lust ist wieder da, Videos rauszubringen.
Nur dann war die Frage, wie bringe ich die Videos raus? Mache ich es wieder so wie früher? Zu sagen, ich habe halt ein oder zwei Let's Play-Themen plus halt Multiplayer, wenn ich mit Börje was aufgenommen habe oder spiele. Angespielt und da und da. Also wie gesagt, so diese Schiene wieder fahren oder halt wirklich sagen, nö, ich zock nur noch oder nehme nur noch dann auf, wenn ich wirklich Bock habe. Aber das Problem ist, ich habe halt eigentlich immer Bock zu zocken und was aufzunehmen. Darum ist halt bei mir jetzt im Moment so ein Konflikt. Ich überlege halt, das doch wieder so wie früher zu machen, zu sagen, ich nehme halt am Stück dann 2-3 Stunden auf, teile das wieder in Parts, so wie ich es auch am Anfang gemacht habe und hau das einfach raus. Jeden Tag kommt dann ein Video davon. Zwar sind die Klicks nicht da, weil, wie gesagt, Let's Play wird einfach nicht mehr so geguckt. Und das ist halt, wie gesagt, die Konfliktsituation, wo ich gerade bin, wo ich denke so, ich weiß es nicht. Ich möchte auf eine Art Videos aufnehmen, weil, sagen wir mal, nur dann aufnehmen, wenn ich mal richtig Zeit habe oder wenn ich mal sage, komm, das nehme ich jetzt mal auf. Mal eine Folge. So, aber es ist dann halt nur so eine Folge und es ist für mich eine unvollendete Folge. Das ist so dann wie so ein angespielt halt nur. Und ich kann aber nicht immer nur sagen, ich mache nur angespielt. Das finde ich irgendwie scheiße. Und aber wiederum auch wieder nur ein Video aufzunehmen und das dann aufwendiger zu bearbeiten mit ganz viel Schnitten mit drin. Das dann halt alles, was langweilig ist, rauszuschneiden und dann so Effekte wieder, was ich gerade am Anfang ja sagte, möchte ich aber nicht. Weil ich finde das ist einfach, ich möchte nicht schauspielern, ich möchte nicht da sitzen, oh, Schnitt und dann, wow, weißt du, so, sondern ich möchte auch mal die langweiligen Sachen zeigen. Dass nicht immer nur ein Spiel immer nur aus Action und ganz schnell ist, weil es ist halt einfach so der falsche Weg von anderen YouTubern gewesen, finde ich persönlich. Natürlich sagen die immer, wir wollen unser Video voranbringen und auch künstlerisch oder auch so ein bisschen, ne, mit Schnitten und mit dies und jenes, mit Effekten und bla bla bla, irgendwie so. Aber die haben das eigentlich kaputt gemacht, die normalen Let's Player dadurch, weil früher war es so, ein Mensch hat sich ein Spiel angeguckt, wegen dem Spiel, wegen dem Menschen, der dahinter steht und das Spiel spielt, wegen seiner Stimme vielleicht auch, wegen Web, wenn dann, wo dann Webcam kam, dann auch vielleicht wegen der Webcam, um halt, sagen wir, bei Horrorspielen oder bei irgendwelchen die Reaktion zu sehen. Aber durch die ganzen immer nur Schnitte und Schnitte sehen die Leute einfach nur noch, und es ist einfach so, die Generation wird ja auch immer jünger bei YouTube und die Älteren werden immer älter, so, und die hören dann irgendwann auf mit YouTube zu schauen, weil wegen Arbeit, wegen anderen Sachen, Familie und so. Und die Jüngeren kennen aber nur noch so Videos wie zusammengeschnipselte Kacke, so. Und natürlich haben die auch ihre Daseinsberechtigung, aber dadurch ist es halt, habe ich das Empfinden kaputt gemacht, das normale Let's Play. So. Und ich weiß halt einfach nicht, was ich jetzt möchte. Möchte ich solche Videos rausbringen, wo ich einfach halt nur noch, sagen wir mal, eine Stunde aufnehme und das einfach dann auf 10 Minuten, 15 Minuten kürze. Aber das ist einfach, das tut mir weh, wenn ich dann im Schnittprogramm bin und sehe dann, okay, das ist ein bisschen langweilig, das könnte langweilig sein, schneide ich raus. Das ist so, das ist einfach dann nicht mehr das, was ich aufnehme. Ja. Darum ist halt die Überlegung, was mache ich jetzt? Und da bin ich zum Entschluss so ein bisschen gekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich durchziehe. Ich nehme erstmal keine Let's Plays auf. Ich lasse es noch ruhen, das Ganze. Wenn mal ein Spiel kommen sollte, wo ich sage, da mache ich es. Oder wenn ich irgendwas in der Bibliothek, was ich habe, sage, komm, weißt du was, da habe ich Bock drauf. Mache ich. Dann mache ich das auch. Ich habe mir jetzt auch letztens gestern Medal of Honor Pacific Assault runtergeladen nochmal. Und vielleicht mache ich das. Es ist zwar schon alt, das Spiel, also älter, aber warum nicht? Mein Gott, ist scheiß Grafik zwar, aber ich hab da Bock dran, um das zu zeigen. Gucken. Ja. Wie gesagt, ich hatte auch die Projekte, die ich ja vor dem Urlaub laufen hatte, Tomb Raider, Kingdom Come Deliverance oder auch Crisis Warheat, habe ich auch noch, theoretisch. Aber da bin ich jetzt schon wieder zu lange raus aus dem Spiel. Und das jetzt wieder aufzugreifen, zu sagen, ach, jetzt spiele ich wieder weiter. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Also da eigentlich nicht. Weil Kingdom Come Deliverance, da komme ich, glaube ich, nicht mehr wieder rein. Da müsste ich mir vielleicht die Videos wieder alle angucken, die ich aufgenommen habe, um dann zu gucken, okay, was muss ich jetzt machen? Ich wüsste auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann Crisis Warheat.
gut, könnte ich weitermachen. Da weiß ich, wo ich stehen geblieben bin. Vielleicht mache ich das auch. Dass ich sage, okay, wenn die Speicherungen noch da sind, vielleicht mache ich das. Tomb Raider habe ich auf Platte auf PlayStation noch drauf. Da ist ja eh gestoppt an der Zeit. Und da habe ich ja auch nicht am Stück aufgenommen, sondern halt auch nur immer Parts gemacht. Die aber auch nicht geschnitten. Könnte ich auch weitermachen. Muss ich aber nicht. Das ist so, ich bin so unentschlossen im Moment. Ich habe zwar, wie gesagt, angespielt jetzt LS19 gemacht und es werden auch noch ein paar andere angespielt noch kommen, die ich aufgenommen habe oder aufnehmen werde auch noch. Aber so richtig weiß ich noch nicht, was ich jetzt möchte. Ja? Weil ganz aufhören möchte ich nicht mit YouTube, das überhaupt nicht. Es macht einfach viel zu viel Spaß, das Ganze. Und dafür macht man es auch zu lange, weißt du? Ich habe noch nie ein Hobby gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben, was ich über 6 Jahre mache. Noch nie in meinem Leben. Meistens so ein Jahr, 2 Jahre und dann war, okay. So. Und bei YouTube habe ich wirklich seit 2012 haben wir angefangen, bis jetzt gemacht. Und es macht einfach Spaß, weil man selber gerne zockt aus Leidenschaft. Ich glaube, wenn ich noch mehr Zeit hätte, wenn ich, sagen wir mal, den Kochjob nicht hätte mit den, sagen wir mal, beschissenen Arbeitszeiten, so wollen wir es einfach mal nennen, und bis abends spät arbeiten, würde ich vielleicht auch viel mehr noch zocken, aufnehmen, Livestream. Aber da kommen wir gleich auch noch zu mit Livestream und so. Ja, wie gesagt, da muss ich gucken. Es kommen auf jeden Fall wieder Videos, aber nicht jeden Tag. Und auch nicht jeden zweiten oder dritten Tag. Es kann auch mal sein, dass mal eine Woche gar kein Video kommt. Erstmal. Außer ich habe wieder Bock, dann kommt wieder was. Es kommt, wie gesagt, ich möchte mich jetzt erstmal so ein bisschen wieder dran nähern an die ganze Sache. Weil jetzt sofort wieder Gas geben und sagen, so, jetzt nehme ich wieder auf. Und plötzlich nächste Woche habe ich keinen Bock. Das ist auch wieder scheiße. Also wenn, dann möchte ich es auch konsequent durchziehen. Aber darum, wie gesagt, schaue ich erstmal, was da so wird. Genau, was kommt jetzt? Jetzt habe ich, wie gesagt, geplant. Ich habe mir einen Zettel aufgeschrieben mit so ein paar Sachen. Habe ich ja gerade schon drüber geredet. Angespielt habe ich erstmal aufgenommen. Let's Plays, gucken wir. Dann 2019. Was kommt überhaupt 2019? Was habe ich mir so geplant? Was sind Wunschvorstellungen, die man vielleicht realisieren könnte? Was aber ich nicht verspreche, sondern einfach nur vielleicht mal so in den Raum reinwerfe. Also 2019 ist es so, dass Big Mana mit seiner Ausbildung ja fertig sein wird. Wenn er so schafft, aber gehe ich einfach von aus, weil er einfach wirklich ein guter Erzieher ist. Also wirklich, muss ich sagen. Und ist man stolz drauf auf jeden Fall auch, was er so, sagen wir mal, aus sich gemacht hat und wie er dahinter steht, hinter dem Ganzen, ja, hinter dem Job. Da wird vielleicht, das ist aber seine Sache, ob er dann, ne, aber da wünsche ich mir vielleicht einfach auch nur, dass er 2019, wenn er das dann fertig hat im Sommer, dass dann auch wirklich von ihm vielleicht auch wieder Videos kommen. Hat er auch selber gesagt, mit Livestream öfters machen wieder und auch mal so Videos rausbringen und so. Und er verdient ja auch Geld dann, dass dann vielleicht auch mal wieder was kommt. Und vielleicht kommt dann auch wieder so auch bei ihm dann die Lust, also noch mehr, sagen wir, er hat zwar Lust auf YouTube, aber halt dann auch so, ich nehme jetzt was auf. Ja. Vielleicht kommt das ja wieder. Bei mir, wie gesagt, 2019 wird sich erstmal das so bleiben, wie es jetzt auch ist. Wie gesagt, das nicht versprechen, dass ich euch nicht versprechen kann, dass irgendwas Großartiges kommt oder halt was Längeres kommt, ein ganzes Let's Play von vorne bis Ende. Vielleicht ist auch mal ein Let's Play, was halt anfängt und dann irgendwann aufhört, weil ich einfach dann entweder keine Lust mehr habe auf das Spiel oder dass ich sage so, nee, weißt du was, jetzt reicht es, ich muss aber was Neues wieder spielen. Das aber Anfang 2019, so bis auch Sommer. Da ist was in Planung, was ich auf jeden Fall machen möchte. Das ziehe ich auch so durch. Erzähle ich euch aber noch nicht. Erst wenn es soweit ist. Und wenn es das dann sein sollte, dass es dann hinhaut, dann habe ich auch wieder halt mehr Zeit. Nicht nur für YouTube, auch für Privates. Dann kann ich auch wirklich beides mit verbinden. Weil halt im Moment ist halt so die Lage. Arbeit nimmt so viel ein, dass ich kaum Freizeit schon habe. Und die wenig Freizeit, die ich habe, habe ich immer für YouTube genutzt. Wenn ich aber dann nächstes Jahr was ändern sich sollte, was ich auf jeden Fall ich persönlich machen möchte, außer es werden mir irgendwie Steine im Weg gelegt, habe ich halt dann die Arbeit, habe aber genug Zeit, noch privat, plus noch. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt bei mir so der Plan. Ja? Mehr kann ich noch nicht dazu sagen. Natürlich, was für Spiele rauskommen werden nächstes Jahr, bla bla bla. Werden wir vielleicht auch noch mal Videos vielleicht auch mal zu machen. So wie letztes Jahr und so. Aber auch gucken. Wie gesagt, ich möchte mich nicht mehr drauf festnageln. Ich möchte nicht irgendwas ankündigen, was ich dann doch nicht einhalte. Was mag ich eigentlich nicht.
das muss man einfach gucken, was so die nächsten Jahre, was das nächste Jahr dann auch bringt. Ja. Erstmal einen Abschluss finden, jetzt dieses Jahr. Schön, natürlich auch viel zu tun noch, weil gerade die Weihnachtszeit ist natürlich die anstrengendste Zeit in der Küche. Ja, und dann mal gucken, was kommt. Ja. Wir möchten oder ich möchte auf jeden Fall nicht den Kanal irgendwie aufgeben oder halt sagen, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf. Wenn das natürlich mal sein sollte, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich habe Bock darauf, nur ist auch mal echt mal schön zu sagen, ich mache auch mal eine Pause. Ja. Klar, die YouTuber, die Geld damit verdienen, da ist ein bisschen was anderes. Die ist halt deren Job. Ja. Die können nicht mal sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So wie ich es auch nicht sagen kann im Job, im richtigen Real Life. Aber als Hobby kann man immer sagen, jetzt mache ich erstmal eine Pause. So. Und das habe ich mir nicht nur verdient, sondern auch mal, das steht mir auch zu. Wie gesagt, na, seit 2012, das ist schon echt eine lange Zeit. Oder jeden Tag Videos, das machen kaum welche. Also da möchte ich mal gerne mal irgendeinen anderen Kanal sehen, der seit so langer Zeit jeden Tag Minimum ein Video, wenn nicht sogar mehr Videos rausbringt, ohne dafür Geld zu bekommen, nur als reines Hobby und nicht viele Abonnenten zu haben und so. Das ist dann wirklich schon Herzblut, was eigentlich dahinter steckt. Aber gut, da gibt es vielleicht auch andere, die sagen, aber ist egal, scheiß ich drauf. Na gut, das war's eigentlich schon von dem Video. Jetzt habt ihr auf jeden Fall so ein Dings, warum keine Videos mehr kamen, warum jetzt vielleicht Videos wieder kommen. Einfach mal gucken, was so die Zukunft bringt. Ich kann nichts versprechen und bedanke mich aber trotzdem dafür. Und auch an Big Mana natürlich. Und wie gesagt, Bock habe ich auf jeden Fall mit ihm wieder was aufzunehmen, wieder was zu machen. Und wir zocken auch zusammen im Moment auch wieder. Einmal die Woche zumindest. Und reden natürlich auch darüber, mit Livestream vielleicht mal machen. Genau, es war auch ein Livestream, genau, auch eine Sache. Das haben wir halt immer wieder vor, aber es bringt halt nicht zu sagen, wir machen Livestream und dann kommt aber nur dann einmal und dann wieder erstmal gar nicht. Sondern wir wollen es machen, aber halt dann wirklich dann auch Konsequenz dann versuchen, dann wirklich dann einmal oder zweimal die Woche dann sowas zu machen. Aber wie gesagt, im Moment ist es noch nicht so gegeben, das Ganze. Gut. Ach genau, da war ich ja noch stehen geblieben. Genau, Big Mana und ich zocken halt ab und zu. Und wie gesagt, vielleicht machen wir auch einfach mal die Aufnahmetaste mal an und nehmen einfach mal das auf, was wir gerade da machen. Und schneiden das vielleicht mal zusammen. Oder lassen es auch ganz im Ganzen, dann bringen wir es dann raus. Müssen wir einfach mal auch gucken. So. Auf jeden Fall kommt das vielleicht mal. Weil wir haben jetzt ein Spiel, was wir gerne zusammen zocken, das ist halt Ring of Elysium. Das spielen wir halt sehr gerne. Dann ist halt der neue Modus bei Counter-Strike Global Offensive rausgekommen. Danger Zone, oder wie das heißt. Und das haben wir halt jetzt schon exzessiv schon seit 2 Tagen schon gespielt. Macht echt Fun. Und vielleicht machen wir einfach mal die Aufnahmetaste an und dann laden wir mal ein Video hoch. Gut, das war's eigentlich. Tat mal gut, darüber zu reden. Und ja. Ich würde sagen, Dankeschön trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ja, in einem Video wieder von mir und euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.